Kunde, das haben wir gleich. Lalalala. Nö, ach, wozu rausschneiden? Wir können ja einfach Blödsinn reden, ne? Na, hallo Freunde, ich bin der Q von Dampfgedöns und heute widmen wir uns einem Thema, das momentan wieder irgendwie so eine Art Boom erlebt. Das ist eigentlich, also eigentlich war der Boom nie gebrochen. Nur hier bei uns in Deutschland ist das so ein bisschen untergegangen. Es gibt eine relativ große Szene dafür. Die Rede ist von Squonken und Bottomfeeder. Was sich anhört, als würde es aus irgendeinem Pornokeller stammen, ist eigentlich was total... Ja, geil ist es jetzt gerade in dem Kontext das falsche Wort. Was total Schönes, Nettes. Und zwar quasi der gedankliche, konstruktionsmäßige Urvater aller RDTAs. Ja, also Topcaller, wie man sie so kennt. Ich zeige euch jetzt grob ganz kurz, worum es geht und was ich hier für ein Gerät habe zum Zeigen. Aktuelle Geräte, sage ich euch direkt vorweg, die jetzt so nach und nach rauskommen. Die Siegelei Fuchai kriegt eine Squonk-Edition. Der iJoy Capo Squonk kommt raus. Was haben wir noch? Lost Vape bringt die Therion oder Therion oder wie auch immer als Squonker raus. Custom Vapes hat mit dem Goon jetzt so einen Mech-Squonker rausgebracht. Wendy Vape Pulse. Lauter große Namen und schöne Geräte. Es gibt allerdings auch schon auf bekannten China-Seiten günstige Geräte. Von einem, das ich euch heute zeige, möchte ich dringend abraten, weil der Volt Drop einfach viel zu hart ist. Also es kommt nicht ausreichend Leistung oben an, selbst wenn der Akku voll ist. So, es geht um dieses kleine Schickchen hier. Der Franken Skull Mod ist aufgebaut wie im Prinzip jeder Bottomfeeder. Ich fange mal mit nur dem Gehäuse an. Moment, ja. So sieht das Ganze von innen aus, inklusive Liquid drin. Ihr seht, wir haben hier Platz für eine Batterie, da wird auch angezeigt, wo die hin soll. Hier geht es hoch in den Pluspol und da ist jetzt hier so eine kleine Nase. Wofür die ist, schraubt das Ganze hier mal ab. Dann seht ihr das vielleicht. Da ist ein Loch drin. So. Und so. So. Wofür ist dieses Loch da? Es gibt, ich mache hier ein bisschen Krach, es gibt diese kleinen Fläschchen hier. So, ne, das ist jetzt eine andere Flasche als die, die im Lieferumfang dabei war, weil die im Lieferumfang war scheiße verarbeitet. So, kann man den Deckel hier abschrauben und dann hat man hier so ein lustiges kleines Röhrchen. Das Röhrchen geht in die Flasche rein und man kann jetzt, ich zeige das mal, sobald ich das zu habe hier, ganz kurz. Ich kriege sie zugedreht. Na, ihr hört es vielleicht schon. Also, wenn ich hier drauf drücke, kommt oben Liquid raus. So, wohl bekommst du. Was macht man nun also? Man setzt hier die Flasche ein. Man sieht es, ja, man sieht es gut. So, man setzt die Flasche ein und man setzt einen Akku daneben. So, zumindest bei der mechanischen Variante. Jetzt ist hier in der Platte so ein kleines Löchlein, wenn die Flasche noch sieht. So, jetzt hat der Verdampfer, in meinem Fall ist es der Cthulhu Mods Zeto, zeige ich euch gleich noch ganz kurz, kommt auch noch ein Review zu. Der hat jetzt unten hier im Pluspol noch so ein kleines Löchlein. So. Und so, die Watte ist jetzt relativ nass. Moment, ich dampfe die mal kurz ein bisschen trocken. So. Wenn ich jetzt also auf dieses kleine Löchlein drücke. Ich muss jetzt mal nach da gucken, weil ich das jetzt halt selber nicht sehe. So, jetzt aber. Also, wenn ich da drauf drücke, dann seht ihr, kommt da Liquid raus. Ich gehe nochmal, sonst läuft er gleich über. So, jetzt bin ich wieder unscharf. Das ändern wir kurz. Jawohl. So. Ja. Und funktioniert bestens. Das
ist das ganze Geheimnis. Das ist Squonken, das ist ein Bottom Feeder, das ist, wie das Ganze funktioniert. Wir haben im Pluspol einen Hohlraum, durch den wir mit dieser Flasche hier Liquid hochpumpen können. So, und keine Sorge, das war das letzte Video, wo ich ständig nach da gucke. Ich experimentiere gerade ein bisschen mit Technik und so, wie ich das jetzt gerade mache, ist es kappes. So, ändert nichts am Inhalt, der Inhalt stimmt und ja. An dieser Stelle, wenn ich gerade sowieso schon wuselig bin und alles, Grüße gehen raus an unsere Instagram-Crew, die Indoor Vapors oder auch Invar-Crew. Link mache ich mal unten in die Beschreibung. Besonderen Gruß geht raus an Lisa, die Kurze, Peter, David und Robert, mit denen ich bis gerade noch irgendwie über eine Stunde geskypt habe, mit eigentlich keinem Inhalt, aber ja, fühlt euch gegrüßt. Und ansonsten, teilen, liken, abonnieren, ihr kennt das Ganze, als hat gut Dampf. Und bis zum nächsten Mal.